Hallo, mein Name ist Claudia und ich freue mich, dass du zu meinem Kanal gefunden hast. Hier kommt deine Botschaft für den kommenden Monat vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal klare Botschaften. Welche Informationen sind jetzt am wichtigsten und werden am meisten benötigt? Weitere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten in der Infobox oder eben auf meiner Webseite. Hier biete ich auch Einzellegungen an, die du natürlich jederzeit dort buchen kannst. Bitte beachte, dass dies eine allgemeine Legung für das Kollektiv ist. Nimm daher bitte auch nur das mit, was für dich wichtig ist. Und schau dir bei Bedarf gerne die Legung zu deinem Aszendenten oder auch Mond- oder Venuszeichen an. Ich werde dir nur das mitteilen, was zu diesem Zeitpunkt aus den Karten an Informationen erhalte und das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keinen Einfluss auf deine Entscheidungen haben, außer du willst es so. Und sie können dich auch nicht, also du kannst damit auch nichts erzwingen. Denn nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaften ich dir heute mitteilen kann. So, ich ziehe jetzt noch mal eben die letzten Karten, meine Lieben. Aber das sieht hier schon mal für euch, meine lieben Wassermänner, ganz interessant aus. Also, worum geht es hier? Ich fasse jetzt mal so ein paar Sachen zusammen. Vertrauen. Tief durchatmen. Loslassen. Stress, was bis jetzt war, das Gefühl zu scheitern, was sich aber jetzt ändern wird. Hier steht ein Neuanfang an. Ihr sollt auf eure Intuition hören. Die Sorgen, die ihr euch bis jetzt gemacht habt, wird durch eine gewisse Gruppe von Menschen, eine Gemeinsamkeit rausgehen. Das wird euch bewusst werden. Etwas Bestimmtes wird euch bewusst werden. Das hat hier mit dem Aufbau von etwas Neuem zu tun. Es wendet sich bald alles zum Guten. Ihr sollt nicht aufgeben, ihr sollt wachsam bleiben, tief durchatmen, zu euch zurückzufinden. Das sind auch die Energien, die ich hier reinbekomme, meine Lieben. Manifestation, das hat etwas mit eurem Willen zu tun, etwas Bestimmtes erreichen zu wollen. Es hat aber auch etwas mit gefangenen Emotionen bei euch zu tun, die losgelassen werden sollen. Und das Universum möchte ja deine erhöhte Aufmerksamkeit. Vertraue auf die liebevolle Führung vom Universum, soll ich dir sagen. Deswegen zur Ruhe kommen. Lass dich nicht ins Bockshorn jagen. Hier geht es in der letzten Zeit, waren Stress da, Bedrückung, man hat sich zu viel zugemutet, man ist vielleicht auch gescheitert, hat vielleicht auch einen Verlust hinnehmen müssen, Trauer, Enttäuschung vielleicht, auch Verzweiflung über bestimmte Sachen. Und hier geht es jetzt darum, loszulassen, das Alte loszulassen. Es kommt hier jetzt eine Veränderung rein für diejenigen. Deswegen ist es hier auch jetzt so wichtig, dass für euch, dass ich euch das mitteile hier. Das ist mir auch eigentlich logisch, weil manchmal verliert man sich in seinen Sorgen und sagt, oh Gott, wie soll das bloß alles weitergehen? Und dann ist man in so einer Spirale drinne. Aber der Regenbogen sagt, du sollst nicht aufgeben, es kommt bald jetzt eine Wendung rein. Das heißt, tief durchatmen, bei euch bleiben, manifestieren, was wollt ihr erreichen? Gefangene Emotionen, das kann Wut sein, Zorn, Enttäuschung, irgendetwas, was ihr zurückgehalten
gehalten habt, was ihr schön versteckt habt, das soll jetzt rauskommen für euch selber. Ihr werdet euch über ganz bestimmte Sachen, die Sorgen, die ihr euch jetzt gemacht habt, was Beruf angeht, was Geld, Ehe, Haus, Kinder, Wohnung, alles, was damit, was einem im Kopf rumschwirrt und sagt, oh Gott, wie soll ich das alles? Durch ein ganz plötzliches Ereignis, Gegebenheit, ausgelöst eventuell, wenn ihr in einer Gruppe von Menschen seid oder ihr mit einer bestimmten Gruppe von Menschen zu tun habt, wird euch das ins Bewusstsein gerufen. Ihr werdet erwachen und etwas Bestimmtes erkennen. Und deswegen ist diese Loslassenergie auch hier. Das Alte wird hier losgelassen. Ich glaube, das ist für euch auch dieses tiefe Durchatmen so. Ich muss mal wieder zu mir selber finden, manifestieren. Von mir aus macht eine Meditation. Wachstum kommt hier nämlich rein. Es entwickelt sich gut. Ihr könnt wieder kreativ sein. Diese mütterliche Energie kommt auch wieder rein. Dieses sich nähren, sich um andere sorgen, um euch selber kümmern. Dass ihr Vertrauen wieder ins Leben, in euer Leben auch reinbekommt. Hier wird etwas Neues aufgebaut. Ihr sollt definitiv auf eure Intuition hören. Achtet mal auf eure Träume. Da sind auch noch einige Ängste. Das hat hier mit den gefangenen Emotionen was zu tun. Hier sind eventuell auch noch einige Ängste, Sorgen, die hier bearbeitet werden sollen, und ihr sollt es bitte nicht ignorieren. Das soll ich euch sagen. Diese Manifestation hier hat etwas mit Magie zu tun. Hier kommt mir auch rein, das passiert nachts, abends, für euch alleine. Hier verbirgt sich etwas im Dunkeln, was ihr bis jetzt, sag ich mal, für euch behalten habt. Und das hat, wie gesagt, mit irgendwelchen Emotionen zu tun. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber hier geht es darum, Verantwortung zu übernehmen für euch, für euer Leben. Und hier geht es um einen Neuanfang. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich hole mir jetzt nochmal hier Informationen nochmal zu diesen hier. Hier möchte ich bitte noch mal eine Zusatzenergie haben. Wunderbar, das bestärkt mich da drin, was ich eben gesagt habe. Hier ist der Erfolg. Diese Karte habe ich bei so vielen Sternzeichen diesen Monat gehabt. Immer und immer wieder. Der Juli ist ein sehr ausschlaggebender Monat. Hier wird sich einiges wenden. Es wird sich sehr, sehr viele Sachen zum Guten wenden. Ihr werdet wieder mehr zu euch finden. Ihr werdet wieder klarer werden. Also das bestärkt mich jetzt. Boing, da ist die Karte schon wieder. Ich habe die so oft gehabt für den Monat Juli. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn ihr in die anderen Sternzeichen reinguckt, werdet ihr das merken. So, ich möchte hier praktisch für die Sorgen noch einmal eine Zusatzkarte haben. Ihr werdet plötzliches Wissen erlangen. Genau das ist es im Grunde, was ich gesagt habe. Ihr bekommt ein Geschenk im übertragenen Sinne. In dieser Gruppe von Menschen ist eine unbekannte Person, die ihr noch nicht kennt. Und die wird euch was ins Bewusstsein. Das hat etwas mit euren Glaubenssätzen zu tun. Ich muss erst gucken, wie rum ich das hier halten muss. Ich glaube so, ne? Also, eine ganz bestimmte, offizielle, unbekannte Person, die ihr durch entweder durch eine Gruppe von Menschen oder ihr befindet euch in der Gruppe von Menschen oder bei einer Besprechung oder Feierlichkeit, das kann alles Mögliche sein, da werdet ihr vielleicht euch ja mit einer Person unterhalten, die ihr jetzt noch nicht kennt. Und dieses Geschenk, um die Sorgen loszuwerden, das kann auch nur ein Gedankenkarussell bei euch sein. So bekomme ich das hier rein. Das wird ganz plötzlich durch diese Person kommen. Und durch diese Person werdet ihr Wissen erlangen. Euch wird ein Licht aufgehen. Irgendwie so. Oder ihr belest euch. Oder ihr bekommt etwas in die Hand gedrückt. Also auch sowas kann ich mir vorstellen. Und dann geht es darum, dass
dieses hier euch ins Bewusstsein kommt und ihr eure Glaubenssätze nochmal, es geht um bestimmte Glaubenssätze, von mir aus, was Geld angeht, was Beziehungen angeht, was bestimmte Verhaltensmustern angeht. Auf jeden Fall werdet ihr euch hier über irgendetwas bewusst. Entweder, dass ihr euch nämlich die ganze Zeit zu viele Sorgen um nichts gemacht habt. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ich glaube nämlich, dass das sehr viel hier in eurem Kopf vorgeht. Aber ich will es nicht abtun. Es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht auch gerechtfertigt war. Und ich kann euch aber sagen, dass ihr jetzt in diese Leichtigkeit wieder ein bisschen mit reinkommt. Es ist von Erfolg gekrönt und das wird durch ein ganzes bestimmtes Ereignis hier ausgelöst. Also das kann ich für diejenigen unter euch, die das jetzt hier betrifft, die sich hier angesprochen fühlen, auch so kommen. Ich ziehe jetzt nochmal was vom Lenormand, möchte ich noch zwei Karten haben. Genau, Friede und Harmonie, und das ist jetzt im Juli definitiv auch eine ganz wichtige Aufgabe für euch. Weil ich glaube, dadurch, dass euch etwas bewusst wird, ihr ausgeharrt habt, also ausgehalten habt, und dadurch, dass euch das jetzt hier bewusst wird, handelt ihr anders. Und das ist eine wichtige Lernaufgabe für euch, für euer Leben. Dann wird auch diese Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie, ja, ich sage mal Friede, Freude, Eierkuchen, dieses einfach mal wieder glücklich sein, einfach mal wieder Harmonie empfinden, Harmonie ausstrahlen, ne? Weil dann, wenn man das ausstrahlt, bekommt dass man das auch dementsprechend zurück. Aber hier geht es darum, dieses Ausgeglichene wieder, dieses, ne? Das braucht ihr auch ganz, ganz dringend. Sehr schön. Meine lieben Wassermann, Frau, Männer, Aszendenten, wie auch immer. Wie gesagt, wenn es mit eurer Situation momentan absolut nichts zu tun haben sollte, dann lasst es bitte gehen, weil das ist hier nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Ich werde versuchen, jetzt im Juli hier nochmal für die einzelnen Sternzeichen, vielleicht fasse ich das aber auch dann in ein ganzes Video zusammen, weiß ich noch nicht so genau, bei mir ist das zeitlich ja immer ein bisschen begrenzt, ich hoffe ihr, ich habe ja noch viel vor, aber es muss natürlich, ist natürlich auch zeitlich immer alles ein bisschen gebunden, ich glaube ihr versteht, was ich meine, ne? Und in letzter Zeit, in den letzten Monaten war ja auch einiges los, so wie bei mir natürlich auch. Aber hierbei wünsche ich euch natürlich ganz viel Erfolg. Ihr kriegt das hin. Habt Geduld. Es kommt jetzt definitiv für euch eine Änderung, eine positive Wende rein, meine Lieben. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Gerade das hier würde mich sehr interessieren. Ja, und dann wünsche ich euch natürlich einen fantastischen Juli. Vielleicht habt ihr ja auch Urlaub, könnt euch noch ein bisschen erholen. Das kann auch hier mit was zu tun haben. Aber mit dieser Loslassenergie hier und so finde ich super. Meine Lieben, bis demnächst. Ciao.